Hey, ich bin der Erwin von Acros und ich würde euch gerne mal unser Do-It-Yourself-Werkzeug vorführen. Gerade bei solchen Bedingungen wie heute, da die Bikes werden viel geputzt, Lager gehen kaputt, sind Verschleißteile, dann habt ihr die Möglichkeit, einen hochwertigen Steuersatz, wie unseren zum Beispiel, auch entsprechend sicher und sauber einzupressen. Das Steuersatzwerkzeug besteht aus einer Gewindestange mit zwei 17er Schlüsseln, Muttern drauf und zwei Einpress-Einsätzen. Die funktionieren so, dass die eine Seite diese sternförmige, die Führungsseite ist und die untere Seite ist die Einpressseite. Das Werkzeug ist so gestaltet, dass beim Einpressen nicht der Lagerinnenring belastet wird, sondern der Lageraußenring, das heißt, sie sind hinterstochen. Dadurch beschädigt ihr das Lager nicht beim Einpressen schon. Ich zeige es euch jetzt kurz. Ich habe jetzt hier schon vorgefettet im Rahmen. Deswegen würde ich euch einfach nur kurz die Führungsseite zeigen. Das heißt, es ist die obere hier. Da führe ich praktisch die Gewindestange durch den Rahmen durch und setze es sauber an. Somit kann ich hier nicht mehr wackeln. Ne? Das heißt, dann führe ich die untere Seite ein, schraube dann die Mutter drauf. So, kontrolliere nochmal alles. Dann habe ich zwei 17er Schlüssel und kann dann dadurch sauber und bündig das Lager einpressen. Jetzt bin ich schon bei der zweiten Seite. Die erste Seite ist schon drin. Das heißt, ich nehme wieder die Einpressseite für die untere, führe ich von unten ein. Dann kommt das Lager, dann kommt das Oberteil. Bei dem Oberteil, jetzt in dem Fall, ist es ein semi-integrierter 44 mm Steuersatz. Da verwenden wir die Alu-Spacer hierfür. Ich habe nur die Scheibe verloren. Die kommt oben drauf. Dann die Mutter wieder oben drauf. Wieder mein Werkzeug. War's schon. Um mal zurückzukommen zu den Einpressschritten, empfehlen wir euch immer, erst eine Seite einzupressen, dann die zweite zu machen. Weil die Gefahr groß ist, dass ihr verkantet. Und dadurch könnt ihr den Rahmen eventuell auch beschädigen, natürlich den Steuersatz an sich. Deswegen bekommt ihr das Do-It-Yourself-Werkzeug für 19,90 Euro. Sie darf dann aber heute auch nicht pingelig sein. Ne? Sehr schön. Danke. Genau, ist gut. Geht als Springbild auf drei. Ciao, mach's gut. Ciao. Ciao. Ciao.